Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück hier in Train Rally zusammen mit mir. Ich bin Felix, der Weise. Wir haben mit dem Spiel im letzten Video begonnen und die ersten beiden Missionen mit Bravour gemeistert. Und heute geht's direkt weiter nach Frankreich in der Mission Schloss. Und hier ist auch schon unser nächster Auftrag. Die Expertenziele: verdiene 50.000 Dollar, zerstöre Objekte im Gesamtwert von 20.000 Dollar und vermeide Zugunglücke. Okay, und dann ja, kann es eigentlich schon losgehen. Sprich, man meint wahrscheinlich, wir sollen hier mal das ein oder andere Häuschen abreißen. Was es kostet, je nachdem, finde ich natürlich immer so ein bisschen sehr schade. 19.000, 20.000, die Zerstörerobjekte. Und dann, ja, haben wir auf jeden Fall die erste Mission schon mal abgeschlossen, oder? Tja, hier seht ihr, wir ein Haus abgerissen haben. Ne, Vermeidung Zugunglücke ist das. Und hier müssen wir noch ein Objekt, das noch durch irgendein Häuschen bauen. Finde ich persönlich immer sehr, sehr schade, wenn man sowas machen muss. Aber wenn es denn die oder das Ziel hier ist, dann müssen wir das Ganze eben so machen. Aber selbst auch immer hier auf unsere Kosten so ein bisschen aufpassen. So haben wir nämlich fast, wir haben es fast geschafft schon mit dieser Mission. So, da kommt erstmal der erste Zug ins Ziel. Und Umsatz sollen wir ja auch noch erwirtschaften. Nee, oh, wie kann ich das rückgängig machen? Warte. Ja, es ist, wenn man die Schienen dann so, wie ich das mache, hier so sehr ungünstig verlegt. So, Zusatzzüge sollen wir keine einsetzen. Und müssen aber ein bisschen hier aufs Geld aufpassen. Wir haben nur noch um die 20.000. So, du sollst dann in die blaue Stadt. Dann stellen wir die Weiche mal um. So, und da können wir uns das Ganze mal so ein bisschen anschauen. Ich gehe jetzt mal hier wieder hier in diesen Modus. Nicht, dass wir wieder irgendwelche Schienen irgendwo hin verlegen. Und hier sehen wir auch wieder Dampflok. Die Züge werden länger, ihr seht's, die Züge werden länger. Schau mal, wie nah man hier ranzoomen kann. Das ist Wahnsinn. Also das ist für so ein kleines Spiel echt einzigartig, wie nah wir hier wirklich heranzoomen können. Wir können uns zwar nicht drehen um 180 Grad, das ist also keine 3D-Karte oder sowas, aber wir können sehr nah heranzoomen. So, dann haben wir den nächsten in die orangene Stadt. Stellen wir die Weiche um. Und ja, lassen den dann in Richtung seines Ziels fahren. So, wir brauchen noch ein bisschen was fürs Geld, aber wir haben das mit den Objekten fast abgeschlossen. Haben wir schon eine neue Stadt irgendwo, die ich mal wieder nicht gesehen habe? Ne, haben wir noch nicht. Also wahrscheinlich müssen wir dann sowieso um den See herum noch irgendwas bauen. Ah, Junge, das war jetzt knapp, aber den hätten wir ja noch zurückpfeifen und anhalten können, schlimmstenfalls. So, hier sehen wir wieder einen schönen, wunderschönen, nicen Personenzug. Hier können wir uns das Ganze mal anschauen. So, wann wird die nächste Stadt freigegeben? So. Jetzt hat der Zug sein Ziel erreicht. Jetzt haben wir hier den nächsten, der noch auch in die rote Stadt möchte. Aber wir brauchen noch eine weitere Stadt mindestens, die irgendwann freigeschalten werden muss. So, das passt. Die Frage ist, wann so, kann ich den hier losschicken, ohne dass die ineinander krachen. Wie gesagt, Blockabstände und sowas, das gibt es alles nicht. Das kennt der ein oder andere vielleicht von Railway Empire. Das soll übrigens auch noch einen zweiten Teil kriegen. Das jetzt hier mal nebenbei erwähnt. Und ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann haben wir eine weitere Stadt freigeschaltet. So. Und welche Häuser reißen wir am besten weg? So, haben wir das erreicht? Ne, haben wir immer noch nicht, weil ich zwischen den Häuschen durchgebaut habe. Okay. So. Dann, jetzt müssen wir aber auch mal gucken, nicht, dass wir hier in Schwulitäten kommen. 31.000 haben wir noch. Und ja, das ist nämlich wiederum das Problem, wenn du nur so einen Strang hast. Und hier, wisst ihr was, hier bauen wir einfach, hier machen wir das dann mit diesem besagten Geld, sobald der Zug durch ist. 14.000, oh, können wir uns das überhaupt leisten? 21.000, ja, es müsste vom Geld her gehen. Oh, 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 Geld wird knapp. Nee, ach nee, es war nur, was wir Geld ausgegeben haben. So, dann gelb, gelb, orange eine Stadt. Rote Stadt. So.
gelbe Stadt. Ab geht er. Lass mal den erstmal. Ah, die brauchen halt immer so ein bisschen, um sich in Bewegung zu setzen. So hier oben, der ist es okay für den. So, halten wir den an. So, perfekt. Und es gibt die nächste Stadt, die wir freigeschalten haben. So, Objekte haben wir geschafft. Jetzt geht es halt nur noch darum, das restliche Geld zu verdienen. Und, aber ihr seht, wir haben nicht mehr viel Geld. Wir können das erstmal hier das Anschlussgleis legen. Und wie weit, wie viel Geld würde es hierhin kosten? Okay, 11.000. Okay, dann können wir auch hier die Zwischenweiche noch legen. Gut, so, dann geht es jetzt eigentlich nur noch darum, Geld zu verdienen. So, wie schicken wir den jetzt? Schicken wir den außenrum oder... Ja, wir machen das am besten mal so. Wir schicken dich. Du willst nach Lila. Schicken wir mal komplett nach außen. So, dann können wir nämlich den nach Gelb schicken. Und den Gelben nach Blau. Upsi Daisy. Leute, hier passt was nicht. Hier passt was nicht. Hier passt was nicht. So. Nein! Oh Leute, entschuldigt. Nein! Das ist, wenn man nebenbei mit Bauen beschäftigt ist. Nein! Das haben wir nicht geschafft. Das haben wir jetzt dadurch nicht geschafft. Ja, ihr seht, bei 4 Städten wird es dann echt schon mit der Konzentration und so weiter wirklich anspruchsvoll. Nein! Nein! So, wartet mal. Wisst ihr, was wir da machen können? Wir können das natürlich jetzt trotzdem fertig spielen. Wir starten das Ganze aber nochmal neu. Also, wir waren nämlich wirklich sehr, sehr nah am Ziel. Okay, also Gleise legen zwischen den beiden. Und zwar hier auch noch Häuser nebenbei mit wegreißen. Wie gesagt, mache ich sehr ungern. Aber wenn es gefordert ist, dann machen wir das natürlich so. Und dann kann der Erste nämlich in die rote Stadt fahren. Da können wir auch mal gucken, wie schnell das Ganze dann so beschleunigt wird, gerade beim Anfang. Ihr seht, da sind die Züge gleich um einiges schneller unterwegs. Und schon entsteht auch die nächste Stadt, nämlich die lila Stadt. So, dann müssen wir uns... Was sollen wir wegreißen? Einen Wert von 20.000. Das haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft. Und keine Zugunglücke ist im Augenblick auch erfüllt. So... Hier noch ein Stück rumbauen, weil ich mach das nicht, aber das ist auch ein bisschen hakelig hier mit dem Streckenbau. Nein, ach nee, echt jetzt? Jetzt haben wir hier natürlich einen Fehler reingehauen. Wartet mal. So. Und dann. So, jetzt ist das erstmal erledigt und der kann Richtung Stadt Blau fahren. Der kann sich auf dem Weg in Richtung Lila machen. Der hier hinten muss noch ein bisschen warten. So, schauen wir uns das auch mal aus der Nähe an. So. Also, solltet ihr auch vermeiden, Weichen unterm Zug zu stellen. Ach Moment, da ist. Der will auch in die lila Stadt. Okay, lila Stadt scheint ja gerade sehr gefragt zu sein. Der will nach Rot. Der will nach Rot und dann will dort unten noch einer nach Blau. Den war aber irgendwie jetzt gerade da gar nicht so ohne weiteres rauskriegen. So. Wir haben doch viel zu wenig Geld verdient. So, lassen wir den erstmal rüber. Und mit den können wir hier erstmal anhalten in dem Zwischenstück. Aber jetzt müssen wir erstmal den rauslassen. Den auch in das nächste Zwischenstück schicken.
Das wird hier relativ gut gemanagt kriegen. Und es ist eine gelbe Stadt entstanden. So, der passt da gar nicht ohne weiteres mal so rein. So. Fahr weiter. Es ist sehr viel Management auf jeden Fall hier. Also sehr viel Geschicklichkeit. Und wie gesagt, ein bisschen Strategie, die ihr hier eben auch braucht. So, gelbe Stadt. Okay, Objekte müssen wir keine weiteren abreißen. Das ist schon mal sehr von Vorteil. So, okay, dann will einer von der gelben in die rote Stadt. Ist das gleich der erste Zug, der die gelbe Stadt verlässt? Okay, und hier oben müssen wir aber auf jeden Fall noch eine Zweitverbindung bauen, anders geht's ja gar nicht. Oh, wir sind jetzt noch eine Stadt entstanden. Jetzt ist erstmal eine orangene Stadt. Oh, wir müssen aufs Geld aufpassen. Wir haben kaum noch Geld. So, gelb, rot, will gleich der nächste hin. Jetzt haben wir das Problem natürlich, es fehlt halt hier diese Verbindung hier rüber. Und blau-gelb, das ist eine richtig krass weite Reise, die der Zug hier zurücklegen muss. So, Geld, also es fehlt gerade. Fehlt das Ganze hier. So, der will nach rot, das passt. So, der will nach blau. Das passt auch. So, blau will nach gelb. Wie gesagt, fehlt die Zwischenverbindung. Können wir da erstmal noch nichts machen. So, der will nach blau. Das ist auch eine richtig krass weite Reise, die er da vor sich hat. Blau. Der will nach lila. Also wir müssen hier oben rum noch irgendwie versuchen, hier oben rum so ein Stück Strecke zu bauen. So, der will auch nach orange. Die wollen alle dahin, wo es schwierig ist, hinzukommen. Wir müssten auch schon wieder ein Haus abreißen. Das möchte ich eigentlich nicht so gern machen. Nee, das können wir uns hier... Ihr seht, wir können uns gar nichts mehr leisten an Streckenteilen. Okay, rot-orange ist auch schwierig zu machen. Dann machen wir erstmal dann blau-gelb, würde ich sagen. Ja, $8000, das ist nicht viel, was wir da jetzt gerade auf der Kante haben. Es fehlt halt dieser Nord, die Nordwest-Tangente da hoch. So. So, komm, mach dich als Nächster auf die Reise. Hier, blau. Oh, Zeit läuft ab. Ja, wer kommt jetzt hier? Wer kommt jetzt hier raus? Und wo will der hin? Nach gelb. So, dann lassen wir den da oben erstmal passieren. Das ist das Problem. Es fehlt jetzt ein Streckenstück. Ja, super. So, fahr du mal wieder zurück. Ah, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's tricky. So, fahr du jetzt erstmal weiter nach gelb. Ah, jetzt hat's uns erwischt. Hä? Wieso kommt denn jetzt hier der? Der soll zurück. Scheibenkleister. So, das müssen wir ja irgendwie mal versuchen aufzulösen. So, jetzt passt das erstmal ganz gut. Da kommt wieder so ein gelber. Ja, genau. Lieben, herzlichsten Dank, liebes Spiel. Ich kann nichts dafür, wenn du automatisch Züge hier losschickst. Also da kann ich ja nun wirklich nichts dafür. Oder seht ihr das anders? Also, wieder das Ziel nicht erreicht. Aber was kann ich denn dafür... Wenn dieses Spiel der Meinung ist, es muss hier automatisch die Züge losschicken, nur weil wir kein Geld haben, die Strecke zu bauen. Okay, dann ist es heute ziemlich mies gelaufen, würde ich das mal so nennen. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze im nächsten Video noch einmal neu. Bis dahin, euer Felix, der Weise.